So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu LEGO Pirates of the Caribbean, im letzten Part. Bitte? Unterbrich mich hier nicht, Bade. Im letzten Part haben wir das vierte Kapitel angefangen in London und sind da auf eine alte Bekannte getroffen. Ich weiß nur nicht mehr, wie sie heißt, aber vielleicht finden wir das in diesem Part heraus. Und jetzt geht's auf jeden Fall in die Rache der Königin Anne. Ich glaube, das ist das Schiff von Blackbeard, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Es geht ja grundsätzlich erstmal um Blackbeard in diesem Film. Oder in diesem Teil. Und das sollte auch das Schiff sein von Blackbeard. Wir wurden nämlich entführt zusammen mit unserem Baden und ein paar anderen auf dem Schiff von Blackbeard. Und zwar von seiner... Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Spoiler ist, aber von ihr hier. Ich weiß nicht, ob das seine... Ich glaube, das war seine Tochter. Naja, Blackbeard. Ein ganz übler Schuft. Ein ganz übler Ganove und so weiter und so fort. Sehen sie ein. Hat aber ein cooles Schwert. Und ist auch ein wichtiger Charakter fürs Spiel tatsächlich, für die 100% dann. Aber ich mag diese teilweise Geschichten erzählen, so über diese gezeichnete Optik. Das mag ich ganz gerne, wie sie das manchmal machen. In dem Spiel. Naja, Blackbeard braucht halt auch ewiges Leben und so, ne? Und daher wollen wir alle gemeinsam zum Jungbrunnen. Und ich glaube, durch den Kompass von Jack ist das möglich, den zu finden. Ja. Blackbeard. Naja, das war die grobe Geschichte von Blackbeard erstmal. Aber wie heißt denn die? Irgendwas mit N habe ich im Kopf. Aber wir werden es noch frühzeitig herausfinden. Wir werden es gleich noch herausfinden, wie sie heißt, die Dame. Bestimmt. Bestimmt werden wir das gleich herausfinden, meine Freunde. Oder auch nicht. Ich komme gerade echt nicht auf ihren Namen. Aber ist auch egal. Ist auch im Endeffekt egal. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Irgendwas mit N habe ich im Kopf. Natascha? Nee, Natascha hieß sie nicht. Ach, keine Ahnung. Entweder schreibt es in die Kommentare oder wir finden es frühzeitig heraus. Je nachdem, was zuerst geschieht. Angela? Angelina? Kann das sein? Angela? Irgendwas mit Angela habe ich im Kopf gerade. Angelika? Ach, keine Ahnung. Ich werde da, glaube ich, nicht so schnell drauf kommen. Kann der hämmern? Nee, ne? Aber eigentlich. Dachte eigentlich, der könnte vielleicht ein bisschen hilfreich sein, aber so hilfreich ist er dann doch nicht, der Kollege. Na gut, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Angelika heißt sie, glaube ich, oder? Doch, ja. Es dämmert mir was. Angelika. Bomben. Bomben können wir gebrauchen, denke ich. Eine Bombenkiste ist wahrscheinlich nichts allzu Schlechtes für unser Vorhaben hier. Von daher suchen wir mal. Gerade mal, guck mal. Da hängt einer in einer Hängematte, die wir mit Bomben sprengen können und so weiter und so fort. Es wird schon nicht verkehrt sein, uns mal die Bomben anzueignen. So ist er zumindest schon mal am Stissel und kann kochen. Wie auch immer. Danke. Dir vielleicht? Schließ dich uns an. Statt hier irgendwie dumm zu kochen. Ah, er braucht ein Ei. Er braucht ein Ei. So einer ist er. So einer ist er. Erst ein Ei haben wollen und dann... Dann geht's erst weiter, wa? Na gut. Machen wir hier auch mal eine Sprengung. Eine Sprengung, die ist lustig. Eine Sprengung, die ist schön. Er will Musik. Warte mal, da haben wir aber... Da haben wir aber eine Möglichkeit. Guck mal. Er kann sich an Musik erfreuen. So, was hat er für Fähigkeiten? Er hat auch keinen Hammer. Warum haben die denn alle keinen Hammer? Ist er stark? Er ist besonders stark. Ha. Oh, das Minikit. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. An der Stelle mal gesagt. Tja. Gucken, was da oben ist. Nicht so wirklich was Hilfreiches, oder? Nicht so wirklich was Hilfreiches. Ah, guck mal. Ah, er kann doch auch. Er ist doch auch stark. Er ist doch stark. Da sollten wir mal mit Vorlieb nehmen, ne? So, hat hier irgendwer einen Hammer von euch? Jungs, Mädels, habt ihr einen Hammer für mich? Oder irgendwie sowas in die Richtung? Irgendwas werdet ihr auch schon mal haben, oder? Irgendwas werdet ihr auch bestimmt haben, was nützlich sein kann. Und wenn es nur dieser... Das hier ist.
wir uns was weiteres basteln können oder einfach hier rein, raus. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Und erst irgendwas? Wenn ich es oft genug mache? Nee, oder? Außer jede Menge Money? Okay. Das war jetzt komisch. Das war jetzt komisch. Ich würde ja gerne das hier zusammenbasteln, aber ich habe keinen Armor. Das ist ein Problem. Meinerseits. Ja. Na, guck mal. Da war einfach ein Ei drin. Gut, nehmen wir das Ei halt an uns. Nehmen wir dieses Ei an uns und geben es ihm. Und er kann doch bestimmt aus dem Ei ein schönes Spiegelei machen, hoffe ich. Alles andere wäre ja wohl gelacht. Er uns jetzt kein Spiegelei machen könnte, ne? Das wäre ja wohl gelacht und damit können wir auch unseren dritten Kameraden ranholen. Denn er braucht erstmal mächtig Proteine. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Hast du deine Proteine, Junge? Damit ist die Crew komplett. Fürs Erste. Mit Koch, Scrum, Salaman und nochmal der Letzte heißt. Und Gaheng. Gaheng. Gaheng den Mann. Er hat hier. Salaman hat einen Hammer. Ich wollte gerade sagen, einer von uns muss jetzt aber mal einen Hammer haben. Da war ich jetzt so vertieft, die Namen zu lesen, dass ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass ich hier auch mal hämmern muss, ne? Dass es auch noch weitergeht. War ich jetzt so vertieft in die Namen, die wir auch am Ende des Parts hätten herausfinden können, aber egal. Aber egal, ne? Hauptsache, es geht hier weiter hoch. Weiter hoch ist gut für uns. Hauptsache raus aus dem Knast hier. Hauptsache raus aus der Gefangenenzelle. Wie oft wir uns schon aus Gefangenenzellen befreien mussten. Schon fast nicht mehr feierlich, ne? Ist schon fast nicht mehr feierlich. Warte mal. Ich hätte gern die Bomben. Ich hätte gern Bomben. Sagte ich. Dann geben wir Bomben. Meine Fresse. Bomben hätte ich gerne. So, dann kann man bestimmt nämlich hier die Pappenheimer ausschalten. Beziehungsweise Fenster, durch die sie durchkommen, erstmal hier schließen. Und das wäre ja viel wert, ne? Wenn wir die Fenster schon mal schließen könnten, ist das viel wert. Meine Güte. Man muss es dann nur richtig machen, ne? So, gut. Ein Fenster haben wir noch. Uns zum Schließen. Komm jetzt hier. Reicht mir mit euch. Reicht mir mit euch, ihr kleinen Fatzen. Tollkühne Crew. Balloon seine tollkühne Crew oder was hier? Ich hatte die ganze Zeit eine Fackel genommen, da hatte ich die her. Erstmal herausfinden, woher ich die Fackel denn die ganze Zeit genommen habe. Ne? Immer habe ich sie genommen, unterbewusst, aber. Sobald man sie bewusst nehmen will, vergisst man, wo sie war. Auch gut. Auch witzig, oder? So, wer hier war stark? Der war stark. Der Heng war stark. Und er so? Er hängt ein bisschen ab. Er hängt ein bisschen ab, wie er möchte. Wie es ausschaut. Aber gut, soll er machen. Soll er machen. Ich habe kein Problem damit, dass er ein bisschen abhängen möchte. Ich möchte dann nur hier bitte das Fass haben. Achso, ich krieg das Fass nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Hab ich ja nicht gewusst, dass ich das nicht so einfach bekomme. Da oben, das ist nur eine Piratenflagge. Ich glaube, die bringt mir nicht allzu viel. Kann ich den hier irgendwie vernichten? Nö. Manchmal stehe ich bei diesen Leveln echt auf dem Schlauch, ne? Dabei ist es gar nicht so schwer manchmal. Aber manchmal ist es halt, manchmal ist es komisch, ne? Manchmal ist es komisch und man checkt gar nichts. Ich weiß nicht, ob das was bringt jetzt. Außer die Piratenflagge da oben frei zu machen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht allzu relevant gewesen. Ich glaube, das ist nicht allzu relevant für den Fortschritt dieses Levels gewesen. Stattdessen...
würde ich auch nicht. Ah, hier ist. Hier ist ein Fass. Wo kommt das denn her? War das schon die ganze Zeit da oder ist das erst neu gespawnt? Ah, naja, wie dem auch sei. Das wollen wir haben. Das wollen wir haben und hier hinbringen, bitte. Aha. Aha, aha, aha. Jetzt wird's spannend. Jetzt können wir auch hier was in die Luft sprengen. Ist ja auch irgendwo eine Fackel. Dass ich nicht so weit laufen muss. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber hier ist eine. Ja, es ist keine Fackel, das ist eine Bombe. Das ist keine Fackel, das ist eine Bombe. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, liebe Freunde. Tatsächlich ist da einer. Ob ihr es wollt oder nicht. Ob ihr es verstehen wollt oder nicht. Es ist ein Unterschied da. So. Sprengen wir dieses Skelett. Oder was heißt das Skelett? Sprengt uns oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die Lunte muss zündeln. Das ist das Wichtigste, ne? Das Wichtigste und Witzigste. Wenn die Lunte zündelt. Sehr gut. Weiter nach oben. Müssen wir auch beide an Deck sein, oder? Sieht so aus, als ob wir an Deck wären. Ha, sagte ich ja. Als ob ich es geahnt hätte, wa? Als ob ich es geahnt hätte, dass wir an Deck kommen. Und da ist er auch. Blackbeard. Stimmt, der konnte einen in zur Crew verwandeln, ne? Interessant auf jeden Fall. Ein interessanter Charakter. Angelica, oder? Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es immer noch nicht, ob sie so heißt oder nicht. Naja, irgendwas mit Nixon Tränen und wie auch immer, den brauchen wir, glaube ich. War das nicht dieser komische Sänger? Ja, ich helfe ihm ja. Ich versuche ihm ja schon zu helfen. Aber erstmal hier. Erstmal hier die Collision zerschnitzeln. Böse Crew hier. Aber es war das Coole am Blackbeard, da konnte halt irgendwie die, also was heißt cool, es war das Bedrohliche am Blackbeard, da konnte halt die ganze Zeit die Leute zu seinen, ja, Verbündeten machen sozusagen, oder zu seiner Crew. Ich weiß nicht, ob das jetzt cool ist oder ob das beängstigend ist, aber irgendwas in die Richtung wird schon sein, ne? Jetzt müsste man nur noch wissen, wie man an ihn rankam. Ja. Ah, okay, warte mal. Warte mal, können wir ihn hier mit... Ah, es funktioniert aber nicht beim Blackbeard, oder? Schade eigentlich. Schade eigentlich, dass das nicht beim Blackbeard funktioniert scheinbar. Was mit der Gitarre finde ich witzig. Zwar irgendwie nutzlos, aber witzig. Ah, guck mal. Wenn wir das hier zusammenbasteln, dann wird doch bestimmt was Sinnvolles dabei rumkommen, oder? Ja, guck mal. Und dann kommen wir nämlich auch hoch. Dann kommen wir auch nämlich hoch und dann können wir uns bestimmt von der anderen Seite anpirschen, oder? Wird sowas in die Richtung sein? Ja, wahrscheinlich, oder? Guck mal, jetzt können wir hier. Jetzt können wir hier entspannt hochgehen. Sagt er. Sagt er einfach so. Aber so richtig funktionieren wollte das nicht, weil wir den Baden brauchen. Krumm brauchen wir an dieser Stelle. Der uns hier mal ein bisschen Weg ebnet, wa? Der uns hier mal ein bisschen Weg ebnet oder so ähnlich. In jedem Falle hier hochgeht und Sachen macht. Das ist erstmal wichtig. Das ist erstmal richtig und wichtig, dass er hier oben Sachen macht. Und uns einen Weg ebnet, wie ich sagte. Hm. Genau, weil wir haben ja selber kein Schwert. Das heißt, Jack muss irgendwie hochkommen. Auf irgendeine komische Art und Weise muss er hochkommen. Wie auch immer die aussehen mag, aber das ist so ein... Genau, das ist sowas, womit wir da hochkommen. Und übrigens dieses elektrisierende Geräusch vom Blackbeards Schwert sehr... Ja, unberuhigend. Aber auf jeden Fall interessant. So, kann man aber auf jeden Fall an ihm vorbei erstmal, das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal wichtig, dass wir an ihm vorbeikommen. Und hier ist ein Angelica, wie auch immer. Irgendwie so hieß er. Können wir ihn irgendwie hier runterholen? Möchte dein Kumpel gerne von seinem Elend befreien. Ich weiß zwar noch nie. Das bringt nichts, okay. Ah, da oben ist. Guck mal, da oben ist doch was. Da oben ist die Kurbel.
komme ich denn da jetzt ran? Können wir Angelika spielen? Nee. Ich hätte gedacht, die kann so schreien. Aber... Irgendwie nützt mir erst gerade noch nichts. Müssen wir uns einfach hinter Blackbeard stellen? Nö. Hätte ja klappen können. Hätte Fahrerkette und so, ne? Gut, dann gehen wir halt nochmal hier hinter. Und dann probieren wir es nochmal anderweitig. Ich meine, wir waren ja schon da oben eigentlich. Ich hätte eigentlich nur die Kurve nehmen müssen. Na gut. Ich weiß nicht, ob es da eine andere Möglichkeit gegeben hätte, die schneller zu bekommen, aber... Also, ob es da noch eine Möglichkeit von der Stelle gab, die zu bekommen. Ich sollte ihn vielleicht nicht die ganze Zeit rumdrehen, sondern einfach unten lassen. So eine kleine Vermutung von mir. Dass er jetzt nicht die ganze Zeit Drehrumbum machen möchte. Guck mal. Jetzt ist er frei. Sie sind frei. Ah, und er kann. Er kann Sachen platzen lassen. Denn er singt so schrecklich. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Kollege. Kannst ganz toll singen. Und Blackbird kriegt eine von seiner Tochter geklatscht. Und er sorgt für Kopfschmerzen. Und zieht alles Mögliche an. Vor allem Nixon. Oder Sirenen. Nee, 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 nee. Ja, das sehe ich auch so. Halt die Schnauze. Nee, 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 nee. Genauso sehe ich das auch. Na gut. Aber das hätten wir geklärt. Die Rache der Königin Anne ist damit abgeschlossen. Und wir haben freigeschaltet. Koch. Außerdem Garheng oder Garhensch, wie auch immer. Salaman haben wir auch freigeschalten. Und das waren sie. Das waren sie, die wir freigeschalten haben. Wahrer Pirat sind wir natürlich nicht geworden. Wollten wir auch nie im Leben. Und an Gegenständen haben wir nur diese Kiste und das Ei freigeschalten. Na immerhin, ne? Immerhin. Das war ja notwendig. Und 17 goldene Steine gehören uns. Gehören unserem Repertoire an. Nun denn, dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn so ist, gebt gerne ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye.